Jetzt geht's auf. Hallo und willkommen zurück bei ARK. So, da jetzt der Wester ist wirklich ein Ankylo ist, das ist unser Ankylo Anke. Ja, weiblich. So, es geht ja aufs Floß. Also, sie passt aufs Floß. Jetzt holen wir uns schnell ein Stego. Den betäuben wir uns jetzt einmal. Und dabei, der betäubt ist und hoffentlich gezähmt wird. Ich hab Bären dabei, gell? Nicht viel. Wir müssen noch ein paar Bären sammeln, schnell. Ja, mal da durchgehen. Zack. Hier eine Handvoll, da eine Handvoll. Ja, super. Gönn dir. Gut. So. Bären haben wir. Was brauchen wir nicht. Fallen lassen. Wir haben ein Level gekriegt. Nehmen wir. Gesundheit. So, Stego. Was bist du denn? Du bist der Level 4, männlich. Schauen wir, ob da noch was anderes rumläuft, außer du. Hoffentlich fahre ich nicht wieder runter. Eieiei, das wäre so gefährlich mit mir. Die Überfahrt war wieder sehr ruhig. Gott sei Dank. Keine Haie. Ich habe zwar einen gesehen in der Ferne, aber der hat sich Gott sei Dank stark gehalten. So, Trikes. Oh, da ist ein blauer Drop. Schon wieder. Haben wir schon. Oh, Pelzhandschuhe. Sehr gut, falls es wieder kalt wird. Narkosemittel nehmen wir auf jeden Fall mit. Was bist du? Wolle nehmen wir auch mit. Räucherfleisch nehmen wir auch mit. Betäubungspfeile nehmen wir auf jeden Fall mit. Alle Pfeile nehmen wir auch mit. Korn nehmen wir auch mit. Nein, nehmen wir jetzt nicht mit. So, ist da noch irgendwo ein Stego? Da ist schon mehr Eisen. Das holen wir uns dann noch mit der Anke. Stehst mal ein bisschen in der Sicht, mein Freund. Ah, da läuft noch einer rum. Was bist du für einer? Anke ist jetzt Level 12, Level 10. Au! Ein Schwanz aus meinem Gesicht. Das kann man auch nur sagen, wenn man was da mal angespült oder wenn man eine Katze hat. Sonst wird es pervers. Da ist noch ein Stego. Bist du? Level 13. Was ist das eigentlich für ein Symbol? Der hat das Herzchen. Möchte sie dir paaren? Oder nur Männchen auf der Insel bis jetzt? Ja, dann nehmen wir die. Ups, nicht ob ich schubsen. Nicht ob ich schubsen. Aua! Uiuiui. Hat uns auch nicht mitgegeben. So, Bärchen. Was ist das auch noch von mir aus? Narkosemittel schon mal neu. Meine Pfeile wieder bitte, danke. Dann müsste er nur im Popo-Stecker. Oder auch nicht. Auch noch nicht. So, du bist jetzt hier jetzt heilbetäubt. Dann hören wir mir unten unseren Ankylo. Da komme ich nicht runter. Ich muss auf der anderen Seite runter. Du wachst bitte nicht auf. Na, du wirst gezähmt. Sonst muss ich da nur mehr ein paar verpassen. Was sind eigentlich die besten Kampfsaurier, also zum Kämpfer? Das ist wahrscheinlich ein Raptor, oder? Der ist schnell und barmherzig. Oder dann später natürlich ein T-Rex, ist ja klar. So, Anke, komm. Gehen wir mal auf wieder. Mal wie schön die läuft. Das erinnert mich an eine von unseren Katzen, Daisy. Das ist ein Scottish Fold. Die läuft auch so. Ganz gemütliche. So. Eisen, Eisen, Eisen. Ich hab doch kein Eisen gesehen.
Fürs Quereisen. Ich hab doch vorhin Eisen gesehen. Ich wissen, wie fest du abbaust. Schnell bist du nicht. Doch vorhin ein Eisenblock. Bin ich doch drauf gestanden. Bin natürlich da vorbeigelatscht. Find den wieder nicht. Das ist ja klar. Da ist er. Oh, dann zwei, drei. Sehr gut, sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie viel das gibt. Mit unserem Kleiner da. Mit unserem Kleiner. 179 Eisen in einem Schlag. Was ist gleich überlastet? Jep, jetzt sind wir überlastet. Warte. Nein. Jetzt der Absteigen, wir gehen auf dein Inventar. Steine kannst du mir wegschmeißen, die braucht man nicht. Und dann brauchst du viel mehr Gewicht. Viel mehr Gewicht brauchst du, Fräulein. Oh, da geht was. Hä? Yeah, geht mit dir ab. Greif mir einfach an. Weil aus Versehen wahrscheinlich drauf ab. Aus Versehen wahrscheinlich getroffen. Ich hab den Stein jetzt im Inventory. Ist ja klar. Mal Oma. Kriegst du mehr Gewicht. Vorwärts, Marsch. Beim Stegosaurus läuft's. 20% hat er schon. Das heißt, du dreimal, viermal fressen. Betäubung passt auch noch. Jetzt brauchen wir wieder Kisten, gell? Kisten war toll. Kann man auf das Floß eine Kiste bauen? Kann man auf das Floß eine Kiste bauen? Herstellung. Kiste. Fasern, Holz und Stroh. Ja, das finden wir unten. Gehen wir mal oben. Jetzt zwei, hin. Anke, lauf. Boah, damit. Also jetzt haben wir schon. Puff. Damit gibt es Eisen, das ist geil. Ich glaube, wir müssen unten am Strand auch noch ein Gehege bauen. Für die Saurier. Gehen wir weiter. Komm. Weitergehen. Da gibt es nichts zu sehen. Weg da. Was da durch? Entschuldigung. Springen wirst du auch nicht so haben, oder? Nein. So, jetzt packe ich die mir da drauf. Wegen der Platzverhältnisse. So. Alles stuck. Radio mal ein bisschen. Hallo? Braucht er Zeit, bis er landet auf seinem Floß. So, wir brauchen Holz, Stroh, Fasern. Holz, Stroh, Fasern. So, das muss ja der Klang auf die Kisten, oder? Inventory. Hier, ach. Oh ja, da kann man Kisten drauf bauen. Gut. Gibst du mir das, was du mit drin hast? Fast 600. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Wolle. Komm auch rüber da. Die Handschuhe gehen wir auch schon rüber da. Jetzt haben wir wieder da oben, wo es hingehört. Rockenfleisch essen wir mal eins. So, dann gehen wir auf zu unserem Stego. Gibt
80%. Da war nur Eisen. Auf jeden Fall müsste da noch. Wir da auf jeden Fall die Inseln abgrasen, bevor wir abreisen. Das Eisen mitnehmen. Wow, 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 wow. Wow, meine Fresse. Kann man hier diesen Bewuchs ausschalten? Video. Episch, 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 episch. Bewuchs, Bewuchs. Nachbearbeitung, Textur, Sichtbeinklettung. Lichtblüte. Lichtwellen. Laubwechselgrenze. Laubqualität. Globale Beleuchtung. Kann wohl den Bewuchs nicht ausschalten. Schade. Hätte jetzt glatt da. Das kostet mir irgendwann nur das Leben da. Hätte ich nicht sehr gut hier rein. Ich meine, das ist realistisch, brauchen wir nicht drin. Hätte da nicht die Kanten gleich weg. Und das schaut natürlich auch besser aus, also. Oh, Baby pronto. Süß. Ein Stego kriegen wir auf jeden Fall noch. Aber wir haben sicher jetzt auch noch mein Narkosemittel neu. Schlaft auf jeden Fall, bis er fertig ist. Na, dann haben wir noch Eisenformen dabei. Jetzt wäre er weg von der Kanten. Ist gefährlich da. Sehr gefährlich. Servus. Aufpassen, nein, ich nicht wieder aus, was ich in irgendwann hau. Oh. Muss echt aufpassen, wo ich hier. Du wärst fast in den Tod. Danke. Wir haben zu tun. Jetzt hast du da einen Haufen hingesetzt. Aufs Boot. Los. Ist ja nett. Ich hoffe, das Floß schwimmt dann noch. Dass das auch berücksichtigt haben, dass das Floß nicht so viel dran kann. Anke, du bist aber geländegängig. Ach, da fährst du ein Flugsau dir. Da irgendwo Eisen gesehen. Wo war denn das auf der anderen Seite von dem Dings? Sehr gut. Irgendwo feststecken, haben wir es einfach auf Zeit. Haben wir noch Eisen? Wie wird das Ding da? Und nochmal. Zwei hier haben müssen. Weiter gehen. Ding geht zu. Was da durch. Oh, das war ganz schön geländegängig, da, junge Dame. So. Na, triffst du jetzt den Stor? So, der ist schon weg. Ups. Den wollten wir nicht, der bringt uns nichts. Ja, bringt schon, aber Steine brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir dann bloß, wenn es soweit ist, zum Bauen jetzt dann wieder. Hm, da kriegen wir Ressourcen, da können wir bauen, wie er will. Stego, der hat es auch gleich geschafft. Aufpassen auf die Kante, Anke. Jetzt geht was mit Ressourcen.
absteigen. Lass mal schnell schauen da bei dir. Und da piept's, wenn der Brunter vorbeiläuft. Jetzt haben wir insgesamt überladen. Mal hier ein bisschen Steine loswerden. Dann gehen wir mit der Anke wieder zurück, die verlaut man gleich aufs Boot. Bis dahin müsste der Steg auch fertig sein. Oh, was ist denn da jetzt los? Da geht's ab. Ich bin fort mit euch. Ich muss da durch. Die Anke ist ein bisschen brot. Braucht Platz. Die Anke. Ja. Schaffen wir das, Anke? Yeah, super, Anke. So. Aber die Jäfte an der Seite, sonst kann ich mich da nicht bewegen, wenn ich das nochmal hab. Dann ist es wieder blöd. So, warte mal da, Anke, ich komm gleich wieder. Ich muss jetzt den Stegi abholen, Stego. Jetzt wäre der Inlandläufer. Aus der Bahn. Level 19 ist er, ist fertig. Yeah! What? Ja, wieder ganz gut, wie das wieder gemacht. Ich hab da einen Vogel da. Wo ist eigentlich mein Fallschirm? Ich hab da mal einen Fallschirm gebaut, oder nicht? Jetzt schaut man, warum nehme ich den nicht mit? Und kann die den überhaupt schnell genug benutzen? Wahrscheinlich nicht. Oder nimmt er den automatisch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall brauchen wir einen Fallschirm. Was brauchen wir denn für einen Fallschirm? Fallschirm. Fasern und Leder haben wir alles daheim. Den bauen wir uns jetzt dann auf jeden Fall nur mehr, wenn ich den nicht dabei habe. Und da ist echt die Frage, ob der den automatisch hernimmt oder ob ich den aktivieren muss, weil dann stirb ich sowieso auch wieder. Oder es wird einfach nicht so schnell laufen. Wo ist denn jetzt der Stego? Also, da bist du ja. So, was ist jetzt für so ein Stego wichtig? Der ist bestimmt auch einer, der ernten kann, oder? So, das gibt's mal wieder. Den Nakubieren gibt's mal auch. Den Mais gibt's mal auch. Den Rest kannst du da gehalten. Vielleicht sogar noch was dazu. So. Kannst du alles reinschirmen. So. Oh, da haben wir gut. Uiuiui, links, rechts Platten her, da haben wir gut geschützt. Ja, war auch gemütlich. Mit dem können wir bestimmt auch Sturm abbauen, oder? Ja, oder? Was ist der dann gut? Was kann der ernten? Kann der was ernten? Kann der Holz ernten? Oder bin ich einfach zu doof und triff nicht? Will ich vielleicht schräg stehen? Der erntet Bäume. Aber er erntet keine Steine. Komisch, der hat auch so einen stacheligen. Sind dann
Ups, Entschuldigung. Ein kleiner drauf. Das bitte nicht. Jetzt ist überlastet. Okay. Ist ja zum Holzernten gedacht. Holz hat auf jeden Fall gescheit geerntet. Oh ja. Ja, dann haben wir einen für Stein und einen für Holz. Jetzt ein paar für Fasern und so Sachen. Bringe ich die jetzt auch noch auf das Floß. Ja. Aber, so weiter. Das ist die Frage, bringe ich euch heim? Das wird ja eine lustige Floßfahrt mit uns. Eine Floßfahrt, die ist lustig, eine Floßfahrt, die ist schön. Oh, ein Stein. Geht im Weg. Jetzt habe ich den Stego verloren. Hallo? Kommst du gleich mit? Das war echt nett. Ein bisschen behäbig ist er. Weil sein aufgrund seiner Größe verziehen. Ich muss einmal da zum Ruder. Was ist denn jetzt los? Ich stecke wieder fest, kann mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich kriege einen Vogel. Jetzt. Meine Herren. Eieiei. So, das wird lustig mit uns. Hoffentlich gibt da kein Hai. Dann sind wir am Arsch. Nicht an den Stein, sonst verliere ich wieder irgendeinen Saurus. So, haben wir da. Oh, lenkt sich schwierig. Eieiei. Ab nach Hause. Leicht rechtslastig sind wir. So, wenn wir sonst nicht braun sind, das Haie. Das ist nicht da dein Schwanz ins Wasser, da haben noch mehr als im Anlocker vielleicht. So, wie kriege ich euch jetzt da auf? Da muss ich außen rumlaufen. Und ist das überhaupt klug? Oh, jetzt steht da wieder so einer am Ufer. Darf ich mal? Danke. Ich darf nicht vom Boot fallen, sonst bin ich am A. Jetzt stecke ich wieder fest. Ich bin aber weit ins Wasser. Dann müssen wir wieder hinten anlegen. Und dann mal den umlegen. Sonst macht der nur Ärger. Zwei Headshots. Dann hat's ihn schon. Gut. Dann könnt's essen. Da Stego. Haben wir den als erstes auch auf wieder. Was denn die fressen, Ankylo? Bitte. So, ich bringe jetzt einmal die zwei da auf und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und Like und Kommentar war auch wunderbar. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. So, bis dann, Servus.